So. Ja. Eigentlich recht einfach. Ich befürchte, diese Folge wird etwas größer, aber da ihr euch langweilt, nehme ich an, und wir ja endlich anfangen wollen, unser eigenes Mesh zu machen, stopfe ich jetzt den Rest, den ich euch vorher noch zeigen wollte, in dieses hier. Ich hoffe, es wird jetzt, ich hoffe, ihr vergesst nicht zu viel. Ich denke mal, wir gehen kurz die Grundformen durch. Und, ach ja, eine Hilfe gibt es noch, was für die Orientierung im 3D-Raum, was euch vielleicht sogar schon passiert ist, ihr habt aus Versehen mit Shift und mittlerer Maustaste das so verschoben, dass ihr gar nicht mehr zurückfindet. Dafür gibt's was ganz Schmuckes, und zwar ihr drückt auf dem Numpad die, nicht die Null, Entschuldigung, sondern das Komma. Ah, okay. Ja, auf dem Numpad das Komma mit irgendeinem ausgewählten Objekt. Ah, das mache ich auch die ganze Zeit schon aus Reflex, das habe ich euch natürlich noch nicht erklärt. Shift S, damit können wir den 3D-Cursor auch bearbeiten. Cursor to Selected. Sinnvollerweise Cursor zum Ausgewählten, Cursor to Center, Cursor to Grid weiß ich nicht exakt, was es macht, ich habe es auch noch nie benutzt. Und Cursor to Active ist nochmal zum Ausgewählten, was das Aktive ist, wenn wir jetzt beispielsweise zwei Objekte haben. Wir haben beide ausgewählt. Dann ist das, seht ihr, das eine ist dunkel-orange oder wie auch immer und das andere ist so ein gelbliches Orange. Wenn wir jetzt sagen to Active, springt er hier drauf. Wenn wir jetzt das nochmal auswählen, dann ist das dunkelorange und das hellorange. To active. So. Das helle ist nämlich immer das zuletzt ausgewählte. Und das ist das aktive. Das kommt, wichtig ist, was das aktive ist, wenn wir Dinge von einem, wenn wir Eigenschaften von einem Objekt zum anderen kopieren, aber bis wir das machen, brauchen wir auch noch Zeit. So. Mit Komma zentrieren wir das ausgewählte Objekt in unserem Sichtfeld. Das ist ganz nützlich, wenn man sich jetzt irgendwie verirrt hat. Oh, Mist, jetzt muss ich hier suchen, bis ich das in der Mitte habe. Quatsch, ich drücke einfach Komma. Ja, mit STRG-Komma, das wollte ich eben eigentlich machen, kommen wir auf den 3D-Cursor, der wird zentriert. Und das ist es dann, denke ich, auch. So, was wir jetzt noch schnell machen, bevor ich diese Folge beende und wir in der nächsten unser erstes Modell erstellen. Wir gehen einmal ganz kurz die wichtigsten Objekte durch und dann sage ich euch ein bisschen, ich mache es andersrum, ich sage euch zuerst ein bisschen Theorie über Erstellen von Meshes und dann gehen wir kurz die einzelnen Formen durch. Ja, wenn ihr jetzt irgendeinen Mesh erstellen wollt, dann gibt es im Grunde mehrere Methoden, das zu tun, selbstverständlich. Die eine Methode ist im Grunde, ihr fügt einen Würfel hinzu. Geht er hier rein, mit Tabulator in den Edit Mode. Und dann seht ihr, hier sind insgesamt 8 Vertices. Mit A also entwählt man alles, beziehungsweise wählt man alles aus. So, wenn wir jetzt alles auswählen und drücken W, dann kommt hier noch so ein Specials. Das Loop Tools habt ihr nicht, das ist ein Add-on, das wollte ich eigentlich auch mal wieder rauswerfen. Habe ich noch nicht getan. Steht hier Subdivide. Oha, das sind plötzlich mehr Vertices geworden. Das wollten wir auch. Jetzt steht hier Number of Cuts. Wenn wir das hochstellen, dann werden es noch mehr. So, die eine Methode, ein Mesh zu erstellen, ist, wir machen so einen Würfel, machen viele, viele Vertices und verschieben die alle so, bis es uns passt. Hängt natürlich alles vom Anwendungsbereich ab, wofür man das machen will. Wenn man einen Charakter, ein Gesicht, einen Kopf rendern will, kann man das gut machen. Natürlich mit etwas weniger anfangs und dann später mehr. Ja, gut, die zweite ist, wir löschen den erstmal. Die zweite ist, wir erstellen ein Empty. Oder? Ist das Schwachsinn, was ich euch gerade erzähle? Ja, gut. Entschuldigung. Wir erstellen irgendeins, gehen hier rein, wählen alles aus und sagen X. X Vertices. So, jetzt haben wir keine Vertices mehr hier. Das ist quasi, es existiert ein Objekt, aber es hat
keine geometrischen Eigenschaften. Und jetzt gehen wir beispielsweise nach vorne, halten STRG gedrückt und machen Linksklick und erzeugen Vertices und formen uns damit beispielsweise ein Auge. Oder etwas Ähnliches wie ein Auge. So kann man natürlich auch ein neues Mesh erstellen. Was im Grunde meine Lieblingsvariante ist, was ich meistens benutze, bei Objekten klappt das ganz gut, bei Menschen ja eher weniger. Ist, man sucht sich die Grundform, beispielsweise von einer Flasche wäre die Grundform ein Kreis, selbstverständlich. Geht hier rein, guckt jetzt beispielsweise von vorne. Und jetzt ist alles ausgewählt und jetzt gibt es etwas ganz Cleveres, und zwar die Taste E. Oha, was passiert hier? Das nennt sich Extrude. Oder, ja, zu Deutsch, wie übersetzt man Extrude zu Deutsch? Ja, erweitern, oder so würde ich das jetzt übersetzen. Es bedeutet quasi dupliziert diese ganzen Vertices und verbindet sie. So, und dann setzen wir das jetzt hier hoch. Und dann sagen wir wieder E, Rechtsklick, damit wir nicht hier irgendwie wild das sondern das exakt an der Z-Achse. Skalieren wir das runter, sagen nochmal E hoch und so weiter. Und es wird langsam eine Flasche. Aber wir entwickeln später noch ein Modell, wo ich euch dann Schritt für Schritt das Ganze zeige. Ja, im Grunde erstmal genug zur Theorie der Mesh-Erstellung. Jetzt gehen wir ganz kurz die einzelnen Dinger durch. Zur Plane gibt es nicht viel zu sagen, das ist eine Ebene mit 4 Vertices. Ja, gibt's eigentlich nicht mehr zu sagen. Der Cube gibt's ähnlich wenig zu sagen, ein Würfel. Der Circle, da gibt's schon mehr. So, ihr seht, wenn ihr nah rangeht, der ist nicht rund. Das liegt daran, dass Computer bzw. 3D-Rendering aufgrund der Digitalisierung und der einzelnen Pixel nichts tatsächlich rund darstellen können. So, deswegen müssen wir ganz viele Ecken haben. Im Grunde, wer jetzt Mathematiktheoretiker ist, der könnte jetzt auch sagen, ein Kreis ist ein Polygon mit unendlich vielen Ecken und so weiter. Deswegen, wenn wir das hier ganz hoch, überhaupt mal erklären, was das ist. Hier steht Vertices. Das heißt, die Anzahl an Vertices, aus denen der Kreis besteht. Standardmäßig ist es, glaube ich, auf 32. Das ist schon ganz okay. Da ich euch aber eben den Subdivision Surface Modifier gezeigt habe, würde ich persönlich setze das immer auf 8. Vielleicht, wenn es jetzt ein bisschen präziser werden soll, vielleicht auf 16, aber ich benutze normal 8. Und sage anschließend, man kann hier natürlich auch noch auswählen, Radius. Wobei, das benutze ich nie eigentlich, ich skaliere das später, wenn. Fill, was er da macht, er setzt im Grunde in der Mitte noch einen Vertex und verbindet die alle. Align to View geht auch noch, was auch immer das jetzt exakt... Ah, okay. Ja, es richtet es am Blickwinkel aus, aber das benutze ich eigentlich auch nie. Ja, so, jetzt haben wir nur 8 Vertices, das ist ein hässlicher Kreis, jetzt sagen wir aber Subdivision Surface und setzen das mal auf 3 und wunderschön ist der Kreis geworden. Für sowas beispielsweise benutzt man dann auch den Subdivision Surface. So, genug des Kreises, die UV-Sphere ist eine Kugel. Auch die ist schön eckig. Hier kann man auch wieder sagen, die Anzahl der Vertices, die Segments sind im Grunde die Anzahl, ich zeige es euch einfach, ich kann es schlecht erklären. Wenn ich das hochsetze, seht ihr, da werden es mehr. Also, das sind die Segments und die Rings sind selbstverständlich von oben nach unten. Mehr Ringe, so. Auch hier kann man natürlich das alles wieder runtersetzen, wobei ich, um ehrlich zu sein, nie wirklich weiß, was ich bei einer UV-Sphere benutzen soll, weil die wird relativ schnell eierig. Die wird relativ schnell zu einem Ei, wie man sieht. So, 16 und 16 sollte okay sein. Und jetzt einfach wieder ein Subdivision Surface. Und dann haben wir das auch schön.
Um die eckigen Kanten hier wegzukriegen, smooth und ein wunderschöner Ball ist entstanden. Icos 4 ist eine andere Art des Balls. Die ist nicht orientiert an Ringen, sondern die hat einfach nur an Ringen und Segmenten, sondern die hat so, besteht aus Dreiecken. Mal kurz gucken, was man da einstellen kann. Ich habe die Icos 4 eigentlich noch nie benutzt. Aber hier kann man die Subdivision einstellen. Und die Größe natürlich. Ja, ich habe die noch nie benutzt. Ich benutze eigentlich, wenn die UVs 4. Den Zylinder gibt's auch noch. Kann man sich auch als Grundform wählen. Ich benutze normal immer den Kreis und mache mir dann den Zylinder draus, wenn ich einen brauche. Und dann gibt's noch den Cone, beziehungsweise Pyramide oder wie man es auch immer nennen will, runde Pyramide. Ja, glaube ich keine allzu großen. Achso, Moment, Einstellungsmöglichkeiten hier auch wieder die Vertices. Und wenn wir jetzt, ja genau das. Ja, jetzt sehen wir, ja, Subdivision Surface hin und her, es sieht hässlich aus. Huiuiui. Ich hoffe, ich werde nicht krank. So, egal. Ach, jetzt packe ich das voll. Nein, egal, ich zeige euch das beim nächsten Mal. Das werden wir eh benutzen, wenn wir das Mesh erstellen. Sonst habe ich jetzt doch wieder viel zu viel Informationen in diese eine Folge reingepackt. Ja, wie gesagt, beim nächsten Mal zeige ich euch Schritt für Schritt, wie wir unser erstes Mesh erstellen. Ich gucke mal im Voraus, ob was ich da mache, vermutlich wird es entweder eine Glasflasche oder eine Dose oder ähnliches. Irgendetwas auf jeden Fall, was nicht zu schwierig ist. Ja, ich hoffe, es war jetzt nicht zu langweilig und zu viel auf einmal. Aber die nächste Folge dürfte definitiv spannender werden. Da geht es nämlich an unser erstes Mesh. Und wir werden das auch ein Material machen, ein wenig Texturierung, Licht setzen, vielleicht schnell eine kleine Hintergrundszene basteln. Auf jeden Fall uns mit dem Sky, dem Hintergrund der Welt befassen und unser erstes Render produzieren. Ja, ich hoffe, ihr seid nächstes Mal wieder dabei. Und dann wird es auf jeden Fall spannender, das verspreche ich euch. Bis zum nächsten Mal.